Melanie Stiebler von der Hofkäserei Hellig aus Töplitz und wir befinden uns hier auf dem Spezialitätenmarkt in Potsdam am Nauener Tor und ich würde Sie auch gerne auf unserem Hof in Töplitz begrüßen. Herzlich willkommen im Landwirtschaftsbetrieb Hennig auf der Insel Töplitz. Wir haben hier ein kleines Familienunternehmen mit Milchkühen und haben seit 3 Jahren eine kleine Hofkäserei eröffnet. Ich habe in Berlin Lebensmitteltechnologie studiert und bin dann auf die Idee gekommen, dass wir doch unsere Milch selbst veredeln können zu Käse, Quark und Joghurt. Und somit haben wir eine kleine Hofkäserei errichtet. Erstmal ist es so, dass bei uns auf dem Hof die Milch selbst erzeugt wird. Mein Vater baut für die Kühe das Futter selbst an. Die Kühe sind im Sommer auf den Wiesen, fressen dort Gras. Und ich nehme dann die frisch gemolkene Milch, die meine Mutti wiederum von den Kühen melkt, für die Prozesse Käse, Quark und Joghurt mir dann tagesfrisch weg und stelle dann aus frischer Rohmilch, die pasteurisiere ich zu Quark. Dann wird sie 16 Stunden lang gesäuert und nächsten Morgen wird der Quark in Baumwollsäcke abgefüllt. Wir haben den Bauernhof gesehen in Töplitz und waren begeistert und außerdem schmeckt das alles so gut. Und wir wissen auch, wo das herkommt. Und wir kommen extra aus Fahrland hierher geradelt, um diesen Käse und Quark zu kaufen. Auf unseren Ackerflächen wächst zurzeit das Wintergetreide, das ist Wintertritikale. Und ansonsten werden die Felder jetzt gerade bearbeitet. Auf der Insel Töplitz sind leider sehr schlechte Ackerböden. Wir müssen unsere Ackerböden leider mit etwas Mineraldünger düngen, damit wir überhaupt guten Ertrag haben. Unsere Milchkühe stehen zurzeit noch in unserem Kuhstall. Sie werden jetzt aber bald auf die Wiesen rausgelassen, wenn genug Gras gewachsen ist und werden dann eben morgens und abends zu den Melkzeiten durch meine Mutti reingeholt und gemolken. Ich kaufe hier gerne, weil ich weiß, wo das herkommt, direkt vom Bauernhof und weiß, dass die Tiere anständig und würdig gehalten werden. Heute stelle ich einen stichfesten, milden Joghurt her. Die Milch wird dazu in den Käsekessel gefüllt, pasteurisiert und später mit Joghurtkultur beimpft und dann in die Gläser eingefüllt. In den Gläsern befindet sich teilweise Joghurtfruchtmasse drin, zum Beispiel Heidelbeere, Aprikose oder Ananas, Erdbeere, was die Kunden gerade möchten. Und dann wird die Milch heiß reingefüllt und der Joghurt wird ein paar Stunden reingestellt in die Wärmeboxen zum Reifen. Ich habe Joghurt gekauft, ja, weil der hier immer frisch ist und natürlich. Ich kaufe immer hier Joghurt. Die Kunden können natürlich auch zu uns auf dem Hof kommen und sich anschauen, wo die Produkte herkommen. Die können sehen durch die Fensterscheibe, wie der Joghurt hergestellt wird und wissen dann natürlich, dass es aus der Region ist und nicht zig Kilometer umhergefahren ist. Frischer Quark, schöner Käse, frische Milch, besser geht's nicht. Das ist hier unser neuestes Produkt, unser Rohmilchkäse. Der heißt Töplitzer Uhlenbergkäse, weil unsere Kühe im Sommer auf dem Töplitzer Uhlenberg ihr Gras fressen.